Das ging ja schon ein bisschen lange, bis wir da zu einer neuen Welt gekommen sind. Findet ihr nicht auch? Gewöhnlich kommt man doch eigentlich innerhalb von kurzer Zeit in eine neue Welt. Aber jetzt, wow. Wir befinden uns bei den Blüteninseln. Kann man übrigens auch hier angucken. Oder wenn man die Taste X drückt oben rechts, dann bekommt man eine Gesamtübersicht. Und auf der linken Seite ist ja die Röhrenfelsenwiese, Welt 1. Und jetzt sind wir da in den Blüteninseln. Das ist aber gar keine Welt. Das ist eigentlich auch noch speziell. Also ich weiß nicht, was das genau für ein Gebiet ist, weil Welt 2 befindet sich ganz weit oben im Norden. Also was sind denn die Blüteninseln genau? Tja, wir werden es herausfinden. Die Blüteninseln liegen in der Mitte des Blumenkönigreichs. Die anderen Gebiete umgeben sich auf allen Seiten. Aha, also ist so ein bisschen so, wo man so hin und her laufen könnte zu den anderen Gebiete, okay. Gehe nach Norden, um zum Wölkchengebirge zu gelangen. Okay, Wölkchen. Auf der Gesamtkarte siehst du, wo die Blüteninseln mit anderen Gebieten verbunden sind. Ja, das ist genau das, was ich jetzt vorhin gezeigt habe. Okay, aber auch gut zu wissen, dass man hier auch ein bisschen informiert wird, ne? So, oha. Dann schauen wir mal nach, was uns da vorne erwartet. Haus des fleißigen Fischers. Was ist denn hier los? Hallo, hallo. Ach, seit dieser gemeine Kerl hier ist, beißen die Fische nicht mehr. Was soll ich denn jetzt noch angeln? Oh ja, das klingt ja nicht gut. Wir müssen helfen. Keine Sorge, wir sind auf einer Reise, um Bowser aufzuhalten. Ist er fort, kommen auch die Fische wieder. Oh, wirklich? Denkt, dass ihr denkt, das klappt? Klar. Oh, wenn ich nur daran denke, stehe ich schon in voller Blüte. Bitte, ich möchte auch helfen. Nehmt diesen Wundersamen. Den habe ich ja vor langer Zeit an Land gezogen. Ist er nicht einfach hübsch? Ich finde es toll, wie die Wundersamen in jeder Welt eine andere Farbe haben. Hey, das ist das erste Mario-Spiel, also von dieser Mario Bros. Serie, wo so viel eigentlich jetzt hier ein bisschen gesprochen wird. Das kennt man ja eigentlich gar nicht. Normalerweise hüpft man doch von einem Level zum anderen. Greif zu! Greif zu, ja. Wundersamen erhalten, das ist aber auch ein anderer Samen, was wir hier haben, ne? Ja, ich konnte gar nicht hingehen. Das ist einfach nur so ein Zwischenbereich gewesen. Aber wir haben es bekommen. Cool, einfach so kostenlos mal schnell Hallo sagen, ein bisschen reden. Oh, jetzt geht's los. Also das heißt, wir sind hier nicht in einer Welt, sondern irgendwie einfach so in einem Gebiet von unterschiedlichen Übergängen, also dass man hier von woanders dann hingehen könnte. Und ich könnte einfach sagen, euch geht's da weiter. Ich habe eigentlich eine, nein, da geht's noch nicht hier weiter. Reist zusammen, das heißt, wenn ihr auch da seid, dann können wir hier zusammen los. Teile dein Abenteuer mit Spielern aus der ganzen Welt. Spielst du online, kannst du den Spaß mit Leuten auf der ganzen Welt teilen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich Spiele in einer schwierigen Situation gegenseitig helfen können. Klingt doch nach dem tollen Grund, online zu gehen, oder? Setz das Gelernte in die Chat um. Ja, der Online-Modus ist aber jetzt geschlossen, habe ich gesehen. Da oben komme ich eh nicht weiter, das heißt, ich muss da unten was machen, um weiterzukommen. Also hier läuft das schon ein bisschen linear, also dass ich nicht immer sagen kann, ja, jetzt möchte ich dort oder dort durchgehen. Aber vielleicht kommt mir das dann nachher wieder. Im Territorium des... Sandhechte. Jetzt sind wir am Strand, Leute. So, moin zusammen. Ah, oh, sieht das nicht schön aus. Wow, was sind das für neue Fische? Cool. Musik im Hintergrund. Gibt ein bisschen so Super Mario Sunshine Vibes gerade. Okay, unter Wasser. Okay. Ich wollte jetzt mal die schöne Musik genießen. Wow, der springt aber weit nach oben. Das ist aber auch eine Neuheit, dass wir da unten so einen Schnapp hier haben. Ja, moin. Aber es ist schön zu sehen, so viele neue Gegner. Wisst ihr nicht mehr, so Blopper oder so klassische Gegner. Oh, mega cool gemacht. Danke für deine Hilfe. Das ist ja nett. Fantastisch.
Ja, nett, das noch. Ja, die Chip-Chips sehen ja cool aus. Okay, ja. Hui. Nicht so krass, nicht so krass. Bin hier das erste Mal da. Ich glaube, er frisst sogar auch seine eigenen Fische auf, meines Wissens. Ja. Das Coole ist, dass man hier so lange unter Wasser sein kann, wie man möchte. Ich erinnere mich gerade zurück an ein anderes Let's Play. Autsch. Seht ihr, der killt sie ja mir sogar. Mega nett. Ah, da kommen wir rein. Oh, versteckte Blumencoin, die 10er. Sehr schön, Nummer 2 haben wir auch gefunden. Es riecht nach Meer. Ja, es ist auch Meer. Cool. So. Weg mit dir. Wir schwimmen und singen, dass dir die Ohren klingen. Das ist ein Reim. Ja, da zieht es mich nach unten. Haben sie extra gemacht. Wow! Ist das ein Secret oder was? Hä? Okay! Wo bin ich? Ah, da komme ich. Krass, kommt einfach so eine lila Blume raus. Ja, wow. Ja. Oh, das ist aber noch heftig gemacht. So. Nummer 3. Läuft die Würmerschnürchen. Ich spiele besser Mario Bros. Wonder with the Deluxe. Wow. Hey, richtig nice. Aber die Wunderblume haben wir noch nicht gefunden. Oder? Ja. So. Ja, schnappst du auch da irgendwo da durch? Vielleicht kannst du das kaputt machen. Vielleicht ist gerade da die Wunderblume. Wow. Nein, da kommt er nicht durch. Ist gesperrt. Yeah. Da kommt er auch nicht durch. Das ist schon der zweite Checkpoint in diesem Level. Haben wir nach langer Zeit noch zwei Checkpoints in dem Level? Oder täusche ich mich gerade? Oh, da ist sie. Okay. Oh mein Gott. Ja, jetzt haben wir einen Riesenfisch. Das ist da unten, aber... Oh, es geht unten durch, krass. Verfolgung, hey, Verfolgung. Heftig. Und ich muss von den Samen oder Coins da oben. Wow. Muss ich 5 Stück sammeln. Es gibt ja unterschiedliche Herausforderungen. Da, komm mal mit, Junge, komm mal mit. Okay, danke. So. Ist so geil, dass es nicht auf Zeit läuft, wisst ihr? Oh! Griff da noch zu. So, da hinten noch ein bisschen. Das sind die letzten zwei dann. Dankeschön, sehr nett von Ihnen. Da noch bitte. Nein, nochmal hier, da, hier, hier. Das ist ein bisschen Dama-Fisch. Hier. Hier. Ja. Keine Angst, Blume, dir passiert sowieso nichts. So. Wundersamen erhalten. Nice. Ah, das ist normal. Ja, das war wirklich wild. So. Cool.
Ich weiß nicht, ob es da noch links was geben würde. Ja. Ich bin ja irgendwie da. Ja, ich bin so nach unten, ja. Haben wir alles ja gesehen. Wunderblume haben wir eigentlich auch. Also haben wir eigentlich alles. Ich bin schon gespannt auf das erste Gespensterhaus oder Geister. Keine Ahnung, irgendwas mit Geister dann nachher kommt. Ja, moin. So. Nice. Cooles Level gewesen, ey. Aber recht lange. Nee. Na gut. Lieber zu lange als irgendwie so ein kurzes Level, wo man einfach so schnell durchrennt. Die Sandhechte. Wie habt ihr das Level gefunden? Wow, mega cooles Bild. So halbwegs sieht man einen Fisch. Nur der Fisch zählt. So. Ja, schauen wir mal weiter. Was ist das hier? Der Delfinkick. Oh, vielleicht gibt es hier die neue Fähigkeit. Ah, da gibt es die neue Fähigkeit. Wäre ich doch besser zuerst rechts gegangen. Also für euch Leute, geht da lieber zuerst rechts und dann nachher links. Dann hätte man die Delfinfähigkeit wahrscheinlich auch benutzen können. Also mit R oder ZR kann man einfach einmal drücken und dann gibt sie Vollgas. Ich muss gar nicht drauf gedrückt halten, also den Knopf. Wow. Aber ich muss es triggern. Also ich hoffe, ich mache es richtig. Sie bekommt immer so einen Schub. Ja, sind so, dass es hier nicht so knapp werden. Ja. Hey, Blume. Ja. Ich hoffe, ich mache es richtig. Nicht, dass ich was falsch gelesen habe. Ist irgendwo was noch versteckt. Boah, jetzt geht's nach unten. Krass. Aber es fehlen mir noch zwei Coins. So kommt die mit mir mit. Ist unheimlich. Ja. Es fehlen mir einfach noch zwei Coins. Ja, da hinten. Hey, was ist hier los? Haben wir hier so falsch? Da ist der Zug gesperrt. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Hä? Ich konnte dort nicht durchgehen. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Du schwimmst toll. Hä? Wieso bin ich nicht dort reingekommen? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Weil ich war dort und was war geschlossen. Ich konnte auch nicht durchschwimmen oder so. Ich muss das nochmal anschauen, dann ist das komisch. Du hast einige Blumenmünzen gesammelt, ja. Hä, wieso konnte ich dort nicht durchschwimmen? Toll gemacht und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendest. Ja, solches Anliegen, ja. Okay, merkwürdig. Schau nochmal kurz nach, was da los war. Das ist übrigens so, am Anfang muss man gleich Gas geben. Ihr seht oben rechts, die eine Blume habe ich eingeholt und es gibt noch zwei weitere. Und da muss man wirklich Vollgas geben, um die einzuholen. Und da wird man mit Hindernissen, wird man da konfrontiert. Das heißt, ihr müsst mega Gas geben, damit die da eine einfängt. Die habe ich ja schon eingefangen, aber es gibt nochmal eine. Ja, ja. Wo ist es hier? Hier. Jetzt noch die zweite. Da ist die zweite da vorne. Und da muss man aufpassen, nicht ihr nachgehen, sondern unten durchgehen. Damit man den Weg abkürzt. Die ist mega schnell noch. Seht ihr, jetzt habe ich sie geholt. Und die dritte, das ist mega knapp geworden bei mir. Ich habe sie nicht gefangen. Und die letzte Blume habe ich jetzt auch noch eingeholt. Da bin ich, wie schon gesagt, alles unten durch schnell geschwommen. Und irgendwann taucht sie dann da hinten auf. Da bin ich ein bisschen so rechts durch. Da wieder rüber, da habe ich ein bisschen abgekürzt. Man darf einfach diese Klötze nicht berühren. Hier auch noch abgekürzt. Zack, da einfach auch mega schnell. Zack, oh, da bin ich kurz angekommen. Los. Und da haben wir sie. Cool, ne? So geht das.
So, dann hätten wir dieses Level auch komplett abgeschlossen. Gibt es nichts mehr zu machen. Das soll Schwierigkeit 1 Stern sein. Ja, ist schon easy abzuschließen, aber alle 3 zu holen, da muss man sich schon ein bisschen bemühen, würde ich sagen. So, wir haben eigentlich 4 von diesen Wundersamen. Das heißt, wir können gar nicht woanders hin. Hat irgendwas versteckt? Vielleicht gibt es da irgend noch ein Secret. Nein. Da hinten so ein bisschen so auffällig. Nein. Okay. Können wir da rein? Ist noch interessant, da braucht man komplett andere wundersame Meereshöhle der Stibitzkis. Was ist das denn, bitteschön? Was ist das? Oh, dort. Mega cooles Level schon her am Start. Denkt man, da könnte man so oder so durch. Wow, was sind das für neue Gegner? Also, in diesem Spiel bekommt man richtig coole Vibes. So, hey, ich bin hier wirklich in einem neuen Teil drin. Nicht irgendwie einem Abklatsch irgendwie. Also Abklatsch in Form von einem Vorgänger, der irgendwie fast gleich ist wie der Nachfolger. Keine Ahnung, wie ich dort reinkomme. Ja. Ah, da ist eine Röhre dort unten. Okay, das heißt, wir kommen durch irgendeine Röhre dorthin. Schaut euch an, mega coolen Vogel da oben. Mega cool. Hey, hallo. Was ist für Münzenklaue? Ja, so nicht, mein Freund. Kommen wir wieder rein. LOL. Einfach gegen den Strom. Heftig. Ja, tschüss. Heftig. So. Ja, das ist ein Wasservogel. Nice. Wow, gleich so viele. Er bekommt gleich Panik. Es wäre noch krass gewesen, wenn da oben noch was versteckt gewesen wäre. Wow, die Killervögel kommen. Lol, ich konnte den sogar killen mit einer Stampfattacke. So. Nein, ich komme da nicht durch, weil ich klein bin. Das haben sie mega speziell gemacht. Die Blöcke kann man ja nur kaputt machen, wenn man ein bisschen größer ist. Was läuft mit dem? WTF? Der kommt aus dem Wasser? Ist das ein Fehler? Okay. Nehmen wir dich halt damit. Nintendo extra gemacht, um da reinzukommen. Ha, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Blumenmünze. Ja. Ist komisch, deine Stimme ist zum Teil mega leise irgendwie. Ja. Oh. Irgendwo rein. Das sind so Wassertierchen, wo irgendwie... Nein! Das hat mich automatisch nach oben getan. Ich hoffe, da unten ist jetzt nichts versteckt. Das war jetzt mies. Ja. Ich hoffe, da unten ist jetzt nichts versteckt gewesen. Diesen Blöcken. Ich habe mich, die Röhre nach oben gezogen. Da unten ist dieses Krabbeltierchen noch. Ich hoffe, da unten ist jetzt nicht die Wanderblume. Was ist dort? Oh, man kann sogar die abschießen, hä? Okay. Ja, rüber komme ich jetzt nicht mehr. Dafür komme ich da durch. Vielleicht ist ja auch darin was versteckt. Eine spezielle Funktion. Dass da oben so viele Münzen sind, ist auch ein bisschen verdächtig. Aber ist anscheinend nichts. Das ist man jetzt da unten durchgegangen? Oder geht da unten durch? Ah, sieh an! LOL! Es geht einfach noch weiter da unten. Sieh an, sieh an, sieh an. Da ist das Pau noch gewesen. Oh mein Gott. Ja.
Die haben das extra gemacht, um zu zeigen, was da hinten noch ist. Habe ich den Jackpot eigentlich schon erreicht? Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ich will schon nachher noch mal kurz nach, was da dicht versteckt ist. So, noch mal kurz weiter. So. Boah, da hat sie auch noch ein paar Röhren da oben. Außer man käme aus einer Röhre dann nachher so raus. Da oben ist auch eine Röhre, hat überall Röhre. Da ist noch ein Zehnerkorn. Ja, dann ist wahrscheinlich ja dann sicherlich die zweite dort in der Röhre. Aber die Wondercoin, die Wonderblume. Ja. Hey! Ja. Das ist krass. Oh, jetzt werde ich was versuchen. Wow, da. Wow, wow, ja, das. Okay. Haben wir noch ein paar erwischt. Ist da nichts versteckt weiter oben? Ja, weißt du, wie so viele Vögel? Da kann doch nur etwas da oben sein. Das nicht. Seht ihr, das geht doch wie noch weiter nach oben. Da ist sicherlich noch weiter oben was versteckt. Hm. Wow. Einfach noch was da hinten. Also irgendwie bin ich da nicht so zufrieden mit dem Levelabschluss. Die Wunderblume nicht da. Und wieso sind die da alle da? Ja. Gehen wir einfach so durch. Oder so. Ja. Wie soll ich hier nach oben kommen? Es ist nicht sehr versteckt. Okay. Also mal anders da durch. Okay, ich hab's noch geschafft. Man sieht noch bei Wunder jedes Mal, wenn ein Wunderbar ist, eine Goldflagge auf der Seite sieht. Und das ist richtig. Aber die Wunderblume habe ich nicht gefunden. Und die Endekoine auch nicht. Ja, haben wir das abgeschlossen. Die Meereshöhle. Spezielles Level gewesen, ne? Jetzt geht's da vorne dann weiter. Uff, da habe ich ja richtig Chance bekommen von Vögeln. Was von Vögeln halte ich mich meist fern? Jetzt könnte ich wirklich eine Pause brauchen. Wie wäre es mit einem Einkaufsbummel? Ich habe gehört, dass der Laden hier ein hilfreiches Ausrufezeichen-Kopfzeichen verkauft. Okay. Dann geh mir daran, wenn du ein neues Abzeichen verwenden willst, drücke einfach R und ich helfe dir. Okay, da oben längs ist der Shop. Aber ich gehe jetzt nochmal kurz in das Level rein, weil dort schatzt noch etwas, was ich noch nachschauen möchte. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Das ist eigentlich ein so kurzer Weg gewesen. Mal schauen, was jetzt darin versteckt ist. Okay. Vielleicht ist hier die Wunderblume auch da versteckt. Oh, was wird hier gelüftet für ein Secret da oben? Ah, oh, nein! Wow! Es passiert mir nichts. Jetzt kommt das Elefantchen. Bam. Bam. Es kommt. Oh, die verlorene Coin kommt. Aber keine Wunderblume. Hm, schauen wir noch weiter. Die Wunderblume befindet sich hier, wo ich jetzt gerade da bin, wo die Zehnermünze da unten versteckt war. Da könnt ihr euch orientieren. Weil da gibt es so ein Teil da oben. So eine Blume. Und unten ist einfach ein Fisch. Habt ihr das wahrscheinlich übersehen. Und das geht hier nach unten. Dann folgt ihr einfach diesem Lichtchen. Ja, genau so. Und dann erscheint sie da. Cool, ne? Dann wollen wir natürlich auch noch wissen, wie hier der Effekt ist oder was hier passiert. Okay. Das ist ja komisch. Jetzt bewege ich mich unter Wasser, wie als wäre ich oberhalb der Oberfläche. Jetzt ist ja alles verkehrt. Es ist spiegelverkehrt. Jetzt ist das Wasser oben und die Oberfläche ist unter mir. Es hat sich einfach das Wasser gedreht. Krass, und da unten, was ist denn hier los?
Ja. Da ist irgendwas versteckt. Ah, jetzt haben wir es. Krass. Das ist krass irgendwie. Wisst ihr? Da muss ich aufpassen, der Ball ist sonst runter. Oh, das war nicht gut. Weil, wisst ihr, das Spezielle ist durch diesen Wundereffekt, was es da immer gibt. Es ist wie so eine zweite. Wie so ein zweiter Levelabschnitt irgendwie. Das ganze Level, das ändert sich komplett irgendwie. So, oh, links und rechts. Da was aktiviert. Da unten. Da ist ja nach unten gefallen. Ja gut, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Ja. Vielleicht da ist die Coin gewesen. Oh, ist alles hier wieder anders. Ich komme gar nicht mehr raus. Es ist einfach, das Level wurde einfach komplett vergrößert. Wow. Das ist so heftig gemacht gerade, das Level. Das ist Wahnsinn. Boah, was ist das für eine Riesenröhre da unten gewesen? Und was ist da oben links? Das ist, ey, hallo. Wieso schwimme ich nicht so? Ich kann gegen den Strom, ich vergiss das. Ah, Pfeil zeigt nach rechts. Da oben ist sie, ich hab sie gesehen, da oben ist sie. Das ist Wahnsinn, schaut doch mal diesen Bereich an, wo man hier so viel schwimmen kann. Das ist ein Riesenbereich hier. Oh, shit. So viel Platz. Krass. Ja. Dafür sind die wilden Vögel gewesen. Boah, ich hoffe, die können mich da nicht erwischen. Weil ich habe noch gesagt, hey, da geht's sicherlich nach oben. Heftig. Boah, also das Level war auch wahnsinnig hier. So. Ich habe schon einige Levels bewertet oder so bei New Super Mario Bros. Deluxe, wo ich so gesagt habe, ja, easy. Cool, aber hey, wow. Das ist doch Wahnsinn jetzt gewesen, das Level, nicht? Hey, wie viel man noch zu erkunden hatte nach so einem Wundereffekt. Das ist echt krass jetzt gerade gewesen. Durch diesen Wundereffekt verbringt man einfach doppelt so viel Zeit im Level drin. Krass. Also, das ist echt das beste Mario Bros. Spiel, also von der Mario Bros. Serie. Ich meine, so Galaxy und Odyssey und so, das sind ja 3D Mario, aber so in Richtung 2D oder 2,5D. Das ist ja der Wahnsinn. Wie hat es euch gefallen, das Level? Das war doch super, hey. Heftig abwechslungsreich, wie noch nie. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und tschüss zusammen.